So, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Kann ich denn noch messern? Volltreffer sind nie verkehrt. Ich glaube, ich sollte es nicht ausprobieren. So, hier ist keine Arcade. Machen wir jetzt einfach mal, dann könnt ihr das auch mal sehen. Ja, also, wenn man möchte, kann man sich auch bei dieser Puppe. War das die Puppe? War nicht die Puppe? War das die Puppe? War auch nicht. War das die Puppe? Ja! Achso, ich habe keine 10.000. Gut. Ja, hier wird das Kiten auch funktionieren, nehme ich mal an. Täter. Man braucht gar nicht. Ich habe zwar keine Rüstung mehr, aber egal. Nochmal ein Eisen drauf. Und diesmal aufpassen. Der ist ja schon voll. So, und dann gibt's eine Belohnung. Villa. Ein Auto. Einen legendären. Genau, was der noch macht. Ach Mann. Früh. Gut. So, Eisendrache haben wir. Mitten in den Schädel. So sieht ein Sieg aus. Mit der Fels in der Brandung. Mann, mein schöner Lack! Insta-Kill. Und noch eine Münze. So. Bup, 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 bup. Wo ist Eisendrache? War der das? Ich weiß es nicht. Da.
Das kann ich momentan nicht sagen. Nacht der Untoten. Hier gibt's drei Wellen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die pack. Wenn ich sie pack, gibt's auch wieder eine Belohnung. Erste Welle gibt's hier links und ich habe zwei Minuten zwölf. Doublehead. Head. Alle. So, erste Runde haben wir. Schon mal auf. Keine Zeit hier. Schon mal jede Menge Schrott. Der ist prinzipiell erstmal nicht verkehrt. So. Kann weitergehen. Zeit läuft. Headshots solltet ihr tun, weil Munition ist nicht unbegrenzt. Zweite Welle haben wir auch. DMR. Also, das lasse ich nicht einfach liegen. Nee. Und geh weiter. Sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Nein! Gut, dass ich in der Ausbildung mit allem Möglichen geschossen habe. Egal, aber Stufe 1 und 2 haben wir. Haben wir geschafft. So. Wer bist du? Und wenn ja, wie viele? Ihr habt es auf jeden Fall gesehen und ihr könntet besser machen als ich. Eisendrache haben wir gepackt. Aber hier Kalinka Kabeng nicht, ne? Wir haben das haben wir gepackt. Ich hätte ganz gerne mal hier so eine Puppe. Steht hier irgendwo eine? Aber wir können ja mal hier gucken nach weiteren Geheimdaten. Wenn wir was finden. Hier ist das mal bei der schnellen Durchsicht nichts mehr zu sehen. Vielleicht mal die Hainfalle ausprobieren? Könnte man, ne? Was leuchtet denn dahinter? Grafikbug oder was? Das haben wir schon. Ich möchte nochmal in den Anfangsbereich. Vielleicht ist da was Geheimdatenmäßiges. Bin ich denn hier? Ach so, und ich habe dieses Perk schon aufgewertet. Das neue. Ich füge mir jetzt selber keinen Schaden mehr bei Explosionen zu. Finde ich erstmal nice. Und wenn ich. Also bei voller Aufwertung, glaube ich, war es so, dass... was ist er denn hier? Death Precision, alles klar. Ah, hier ist der Krawall. Der Krawallständer. Puppe ist schon mal gut. Puppe brauchen wir. Was ist er denn hier?
klar, sind geheim da. Haben wird sie freigelassen. Der Direktor gibt darauf sein Wort. Darauf lege ich keinen Wert. Habe ich Ihr Wort. Das haben Sie. Es gibt da eine alte Spitzkassentrainingseinrichtung. Frauenlast Transkarpatien, Ukraine. Sie wurde der Omega 1984 für erste Tests und damit von Operatia Inversia überlassen. Wir nennen sie Testgelände. Kennen Sie sie? Freunde von mir. Ich wusste nicht, dass die Anlage umfunktioniert wurde. Aus gutem Grund. 1981 nach einem Vorfall abgeriegelt. Wenn Sie jetzt Hilfe zu brauchen. Ich lasse es Sie wissen, wenn wir zu Tatschleiter graben auf. Da bin ich Ihnen voraus. Ich werde dort sein. Aha. Ja. Mehr so bla bla, ne? Gedacht, das wäre eine Dose, die man mitnehmen könnte. So, hier ist der. Jetzt muss ich aber wissen, wo der andere hingeht. Der geht direkt zum Tower oder was? Tatsache. Staging Area. Freunde sind bald bei dir. Ihr dürft jederzeit. Also Zeit läuft. Sagen wir mal so. Main Street. Schnappen ist nicht nett. Ist hier eine Puppe? Wäre ja nice, wenn hier eine Puppe wäre. Ich hab schon wieder vergessen. Nicht puppentechnisch.
Gibt's hier nicht. Scheiße. Wisst ihr was? Da gab's so eine Puppe. Wo ist er? Ich sieh keine Puppe. Ja, ich sieh nicht wieder. Ich hatte schon Blut an den Händen, bevor das hier überhaupt angefangen hat. So mit Rüstung ist das wesentlich angenehmer alles hier. Meilenstein erreicht. Legit. Legit, legit, legit. Oh, Dicken. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe Nacht der Untoten nie gespielt. Belohnung. Warum sollte ich denn auch... eine fucking Wunderwaffe bekommen? Ich sag ja. Skill-based Matchmaking schlägt auch hier dazu. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Ich schalte Feinde aus nächster Nähe aus, okay? Fenster geschlossen, aber sie sind noch nie vor einem Kampf weggelaufen, oder? Noch ein Unbewusster. Wer jetzt? Alter, wo ist mein Schrott? Ich kein Schrott. Bonus. Achso, ist vorbei. Gut. Entspannt euch. Aber alles in allem lassen wir einem viel Zeit.
Sind die bekloppt? So viel das. Insta-Kill. Ja, und was haltet ihr so von der neuen Karte? Und tot. Also, wie gesagt, ich finde die ganz gut. Da wissen wir, wo die ist, ne? Bunker! Ziel aufgeschaltet! So sieht ein Sieger aus! Erzählt mir nicht von zahlenmäßiger Überlegenheit. Nee, brauchst du mir nicht erzählen. Schnubbel euch einfach mal so weg hier. Ist hier Tasche, Mantel. Lass es. Legit. Das ist doch irgendwie, ne? Steht hier irgendwo was rum? Geheimdatentechnisch? Nicht wirklich, ja? Na gut. Ja gut. Knister, knister, knister. Musterdächer. Ins Gesicht. Gesicht. Ich hab nicht vor, nur einen von euch am Leben zu lassen. Gib mir mein Zeug. Glaub mal, da ist kein Durchkommen. So. Wie, wo, was? So, dürfte ich denn jetzt mal um diese Axt bitten? Fänd ich voll nice. Nö, einen bescheuerten Raketenwerfer. Was soll ich denn damit? Zwar ohne Witz. Was soll ich mit so einem Dreck? Einen gepanschten Raketenwerfer. Ja. Jetzt verliere ich aber auch die Lust langsam.
Ich glaube, ich werde gleich einfach mal evakuieren. So sieht ein Sieger aus. Wo war denn hier meine Lieblings-Kite-Zone? Ganz schön kopflos! Ich kann das den ganzen Tag machen, lieber! Ich habe jede Menge Ziele! Aber die Tarnungen laufen! Habe ich da vorhin gezeigt. Der steht nicht mehr auf. Hier gibt es keine Puppe. Gibt es nichts. Muss hier weg. Das machen wir gleich mal. Ich finde raus, wo diese Hindfalle ist. Und dann wird gehindet. Wo wird's sein? Main Street. Da wollen wir doch eigentlich gar nicht hin, oder? Wollen wir zur Main Street? Ich glaube ja. Aha, hier wird aktiviert. Alles klar. Maximale Munition. Hab ich nicht. Richtig. Würde ich sagen. Hauen wir ab hier. Weaver, hier Mason. Wir haben genug für heute. Raptor 1 ist auf dem Weg zum Evakuierungspunkt, falls ihr ihn braucht. Ja, klar brauche ich den. Wo ging das jetzt? Da. Bereit zur Evakuierung, Einsatzteam. Bewegung, das Essen wird kalt. Ja, ich komme her. Bleib mal ganz entspannt, Digga. Da sind doch wieder hässliche Viecher und so. Hauptsache dreimal auf legendär gespielt und nichts bekommen. Mach den Bereich frei, Team. Ich habe keine Lust hier zu warten. Mason fordert Bodenangriff durch Helikopterschützen an. Ich hab wirklich genug. Einer noch. Wo ist er? Na, dann legen wir mal aus. Alles gut. So.
mit diesem Ausblick auf diese wunderbare Anomalie da oben verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn dann. Team gesichert, Weaver. Sind pünktlich zum Essen zu Hause. Omega ist noch nicht erledigt. Kommt zur Basis, dann planen wir den nächsten Schritt.